Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich habe wieder einige geniale Orte für dich, die du dir auf jeden Fall mal in Night City anschauen solltest. Wir beginnen unsere Tour in Pacifica und ich laufe hier mal rüber zum Schnellreiseterminal. Wir sind hier am Pacifica Pier und ich mache jetzt auch mal die Karte auf, damit du siehst, wo wir genau sind. Das ist hier der Pacifica Pier in Pacifica Coast View. Wir nehmen die Treppe hier nach oben, am besten die rechte. Und dann laufen wir hier die Straße entlang, immer weiter geradeaus, bis der Zaun aufhört. Und dann sehen wir hier schon eine seltsame Situation. Also für Pacifica vielleicht nicht seltsam, aber es ist schon seltsam, dass hier ziemlich viel Blut ist. Und wenn man dieser Blutspur dann mal folgt, dann sehen wir, dass da unten ein Typ liegt mit einer Schienmaske auf und zwei Schlagstöcken rechts und links. Ja, und der sieht nicht mehr gesund aus. Und da schauen wir uns jetzt mal an. Wir schnappen uns einmal den elektrischen Beta-Schlagstock hier und hier noch den elektrischen Gamma-Schlagstock. Ja, und dann gucken wir mal. Der Typ hat eine gepanzerte Konzern-Aramid-Brustplatte dabei. Ich meine nicht, dass man die auf legendär bekommt. Episch ist hier das Maximum. Wenn das Ding hier selten sein sollte, dann kannst du das natürlich rerollen, also speichern und laden, bis es dann eben episch mit zwei Slots ist. Ja, aber für uns nun viel wichtiger ist das archivierte Gespräch hier mit John Buttkicker, Aronson und Linda Grace. Und dieses Gespräch gucken wir uns mal an. Hast du das gesehen? Den habe ich's gezeigt. Deine Drohne hat alles aufgenommen, oder? Oder? Alles im Kasten. Okay, und jetzt wen richtig Gefährliches. Okay, warte mal. Wir müssen nicht gleich übertreiben. Das war nur ein einzelner Scav. Bist du verletzt? Ach, passt schon. Sah aus, als hättest du ziemlich was eingesteckt. Pfff, die paar Kratzer. Wie wär's, wenn wir für heute aufhören, John? Morgen früh müssen wir wieder trainieren. Von mir aus, dann geh halt schlafen. Wenn du nicht mal in der Lage bist, mir mit einer winzigen Drohne zu folgen, ich räum schon mal Pacifica auf. Jetzt sei doch nicht so, ich mach mir bloß Sorgen um dich. Brauchst du nicht, ich hab doch nicht wie bescheuert trainiert, damit du dir Sorgen um mich machen musst. Ich werde nicht aufgeben, jemand muss endlich was unternehmen gegen diese ganzen Kriminellen. Ja, dafür gibt es das NCPD, Maxtech, Konzerne. Wow, ist das dein Ernst? Weißt du was, Linda? Geh du ruhig weiter zur Schule und red dir diesen weltfremden Unsinn ein. Ich geh jagen. John, bitte, das klingt wirklich viel zu gefährlich. Weißt du, was gefährlich ist? Ganz genau, ich. Das hier ist natürlich eine Referenz an Kick-Ass und hier ist die Sache am Ende komplett aus dem Ruder gelaufen. Wir springen zur nächsten Location und diesmal sind wir in Rancho Coronado und zwar am Schnellreiseterminal Rancho Coronado North. Hier müssen wir einmal über die Straße rüber, einfach auf die andere Straßenseite und dann geht es hier geradeaus durch. Hier links ist ein Busbahnhof, also ein alter Busbahnhof. Ich glaube, der wird nicht mehr genutzt. Ich meine, es gibt ja auch keine Busse hier in Night City. Eigentlich schon, aber nur einen einzigen. Aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht es um dieses Haus. Hier auf diesem Wagen musst du mal achten, das ist sozusagen dein Marker. Der zeigt, wo du hoch musst, nämlich diese Treppe hier hoch. Und dann finden wir diese Location hier vor. Und hier haben wir zwei Typen liegen. Und Besonderheit, hier sind Boxhandschuhe. Und diese Boxhandschuhe geben schon den ersten Hinweis. Und dann gibt es hier noch etwas. Und zwar liegt hier eine Armbanduhr. Und das ist auch sehr seltsam. Und das gehört auch hier komplett zur Location. Denn das ist ein weiterer Hinweis auf das Easter Egg, womit wir es hier auch wieder zu tun haben. Also Boxhandschuhe und eine Uhr. Hm, was könnte das sein? Vielleicht hast du ja schon eine Idee. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir haben ja hier noch diesen Splitter. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Boss, hast du schon davon gehört? Hm? Bartsch hat den Typen umgebracht. Wie zur Hölle hat er den umgebracht? Das war ein Boxkampf. Hat er seine Knarre mit in den Ring genommen oder was? Nein, was für eine Knarre. Er hat den Typen einfach eine reingehauen. Hat ihn genau richtig getroffen und den Penner kalt gemacht. Also, hat er gewonnen? Na, er hat den umgebracht. Ja, das habe ich schon verstanden, aber hat er gewonnen? Sie haben ihn nicht disqualifiziert oder so? Nö, weil Butch ihn K.O. geschlagen hat. Aber dann ist der Typ ganz normal aus dem Ring gegangen. Er ist ja später verreckt. Gehirnerschütterung oder was Boxer halt immer bekommen. Keine Ahnung. Der Wichser sollte doch verlieren. Ja, ich kümmere mich um den Boss. Bring
Bring den Dreckswichser um. Alles klar, Boss. Mach ihn kalt. Okay, okay, ich versuch's. Das ist natürlich ganz klar eine Pulp Fiction-Referenz. Boxhandschuhe und die Uhr, da denken wir an Butch Acker Bruce Willis, der nicht verlieren konnte, beziehungsweise er wollte ja nicht verlieren. Und das hatte seine Konsequenzen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Easter Egg hier. Wir wechseln die Location und es geht in die Badlands. Wir sind hier an der Medetsky-Tankstelle. Ich schnapp mir mal eben die Karre hier und dann zeige ich dir auch, wo wir sind. Hier ist die Medetsky-Tankstelle, das ist in den Badlands. Und von hier aus fahren wir unsere letzte Location an. Dafür fahren wir hier geradeaus. Und hier rechts an dem Strommast müssen wir auch schon rein. Hier einmal so vor dem Strommast reinfahren und ab in die Pampa. Wir halten uns geradeaus, schauen uns aber ein bisschen um, bis wir genau das hier sehen. Die Kamera, die dort steht, samt dem roten Stuhl. Und hier gucken wir uns mal um. Dabei handelt es sich nämlich wieder um ein Easter Egg. Bin gespannt, ob dir die Sache hier was sagen wird. Hier haben wir einmal wieder einen Schlagstock rumliegen. Das ist ein elektrischer Alpha-Schlagstock. Und dann haben wir hier eine ganz besondere Merkwürdigkeit, nämlich hier ist ein Typ. Also hier ist ein Kopf von einem Typ und dahinter die Schaufel. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen hier nur den Kopf, weil mehr nicht dran ist, oder der Körper ist eingebuddelt. Ich denke, das zweite ist der Fall. Aber wie auch immer, wir schauen mal weiter. Hier haben wir einen Rucksack und in diesem finden wir einen Splitter. Dieser Abschaum kommt morgen aus dem Knast. Du hilfst mir, ihn zu schnappen, oder? Dwight, was geht bei dir, Mann? Hab schon ewig nichts mehr von dir gehört. Ich bring den Wichser um. Lass gut sein, Dwight. Das ändert jetzt auch nichts. Der hat seine Zeit abgesessen. Ja, er saß gemütlich im Knast rum. Der hat unsere Eltern ermordet. Meinst du echt, dass ich das vergessen habe? Der Wichser muss sterben. Wo wohnst du mittlerweile eigentlich? Was geht so bei dir? Ist doch scheißegal. Du musst das endlich mal verarbeiten, dein Leben leben, nach vorne schauen, nicht nur den ganzen Tag über die Vergangenheit nachdenken. Das ist jetzt Jahre her. Willst du nicht mal vorbeikommen, mal wieder quatschen? Also hilfst du mir nicht? Wobei denn? Ich bin kein Mörder, Dwight. Weichei. Dann mache ich's halt alleine. Der Wichser wird es bereuen, dass er noch lebt. Ich werde jedes bisschen Schmerz, jede Sekunde Leiden aufnehmen. Und das dann seiner Familie schicken, damit sie sich so fühlen wie wir. Dwight, was geht denn bei dir ab? Komm mal bei mir vorbei, okay? Du brauchst Hilfe. Und jetzt sollte es klar sein, wenn du das Spiel kennst, auf das hier angespielt wird, wenn du nicht darauf kommst, jetzt verrate ich es, es ist natürlich Far Cry 3, ja, und das ist eben hier die Referenz dazu. Auch eine sehr, sehr coole Location, finde ich, die man schnell übersehen kann und wo ich weiß, dass diese auch oft übersehen wurde. Wie sieht's bei dir aus? Wir hatten jetzt drei coole Locations mit drei Easter Eggs. Ich bin gespannt, welche Location du bereits kanntest und welche dir noch völlig unbekannt war. Schreib es in die Kommentare. Tschum, das soll's auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.